Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist wieder euer M3D in der totalen Finsternis. Und nein, nicht nur hier im Spiel, sondern auch bei mir. Ich will den absoluten Schreckeffekt haben. Oh Gott, Alter, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Ich höre was, gefällt mir nicht. Ich laufe trotzdem tapfer weiter. Oh, könnte hier was sein? Kann man hier rüber? Nein. Kann man durchkriechen? Warte mal, der kann doch krabbeln, oder? Oh, ein Kompass, cool. Nee, gut. Komme ich auch nicht durch. Mann! Okay. Manchmal ist es aber auch ein Nachteil, irgendwie zu weit zu laufen. Aber egal. Wir machen es einfach trotzdem mal, weil wir sind ja so cool drauf, weißt du? Wir trauen uns das einfach mal. Das Spiel kann uns gar nichts. Das ist einfach so. Wir sind Killer. Das ist doch hier eine komplette Sackgasse, oder täusche ich mich? Es kann doch nicht sein, dass ich so weit laufen kann, ne? Groß ist denn das Kackspiel, verdammt. Hilfe. Ich habe was Tolles entdeckt. Meine Hackfresse. Yeah. Und da bin ich nochmal. Wunderschön. Das ist aber kein Opferungsaltar oder so, wo ich gerade gelegen komme. Gucken wir mal hier gerade. Gut, hier komme ich nicht weiter. Also wir sind irgendwo bei einem abgesperrten Weg. Ist gut, ne? Schöne Nachricht. Das ist gut. Ist sogar sehr gut. Aber wo ist die? Wird die lauter, wird die leiser? Ich kann es gerade noch nicht sagen. Oh, ein Lagerfeuer. Was ist das? Ach du meine Güte. Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige Anna N. beschloss nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählte uns, ich bin unheilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler, Alter, ist das klein, inhumane Experimente an Häftlingen durchgeführt haben sollen. Es gab eine spezielle Kammer. Sie ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Sie wurde von Soldaten bewacht, aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machten und warum sie so wenig lebend zurückkehrten. Er sah mich mit Schrecken verzerrtem Gesicht an. Er sagte, Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere? Ich war dort. Ich stand am Rand des eingestürzten Universums. An der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund, ein gigantisches Loch ohne Boden. Ein dunkler, höllischer Schacht und ich fühlte es. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich ran und es begann langsam, sich in mir breit zu machen. Die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken. Doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen. Wir baten dem Aufseher der Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, um einen Kommentar. Wladimir Gronski, der Kommandant der Einheit, bestritt die geschilderten Vorfälle. Er teilte uns außerdem mit, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hatte, jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N.'s Mitarbeiterakte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 im Gefängnis Lutschanowka, auch bekannt als Sonderobjekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen. Beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Natürlich, man wird wieder als krank abgestempelt. Alles klar, es tut mir leid, meine Freunde, es ist so scheiße schwer zu lesen, das ist so übelst dunkel. Sag mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Kann mal jemand sagen, wo ich jetzt hier gerade was bekommen habe? Da! Oh mein Gott, das ist ja mal voll die Stelle, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Scheiße. Ja, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Kann man schon so sagen, ne? Kann man so festhalten, meine Freunde. Okay, das war jetzt auf jeden Fall... Warum ist das so verschwommen, wenn ich zoome? Ach, guck mal hier. Müsste ich eigentlich mal mitnehmen zur Verteidigung. Was willst du gegen Geister schon anstellen, ey? Ich höre...
Alter, eine Kirsche, sehe ich das richtig? Oder ein, ja, eine Konstruktion einer Kirsche. Boah, gerade kriege ich Schiss, Freunde. Sind die freundlich, sind die feindlich? Ich habe gar keine Ahnung, ey. Bist du freundlich? Der Nebel kommt. Soll ich mal durchsprinten? Nebel, 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 Nebel. Huha. Ich kann ja nicht weit sprinten, ne? Das ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich dem Nebel entkommen? Laufe ich auf ihn zu? Laufe ich durch ihn durch? Verstecke ich mich drunter? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich renne einfach wie ein Bekloppter irgendwo hin. Ist gut, oder? So muss man das angehen, Freunde. So muss man so Spiele spielen. Einfach, ey. Wow. Der ist aber definitiv nicht freundlich, oder? Bist du freundlich? Der ist weg. Der ist weg? Nein, da ist er. Egal, die Chance nutze ich und laufe jetzt einfach dahin, wo er war. Boah, Alter, ich hab Todesangst. Hilfe! Aber egal, wenn man was Gutes findet, dann bin ich froh drüber, hier lang gelaufen zu sein. Boah, mein Gott, umso mehr ich renne, umso mehr verlaufe ich mich. Oh nee. Alter, ich hab mich gerade erschreckt wegen dem Wind. Katastrophe. Hilfe! Das ist eine Höhle, ey. Ob das jetzt so eine gute Idee war, hier reinzulaufen? Kann mir mal jemand sagen, wo ich bin? Ganz ehrlich, ne? Schön Zettel. Ja? Hör ich ein Zettel oder spinne ich einfach nur rum? Ich versuche mich gerade zum einen, um den Zettel zu finden, dass ich hier am Ende verrecke oder so. Boah, es geht aber auf jeden Fall den Berg hier hoch. Oh, jawohl. Jackpot, Freunde. Ausschnitte aus Logbucheinträgen von Dr. Ivan Wanski. Alter, ist das kleingeschrieben, Mann. Wissen Sie, was wir tun sollten? Wir spielten Gott. Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Wir lösten psychische und physische Störungen aus, schufen einen Raum des Zerfalls. Die Subjekte vertrugen nicht einmal eine kleine Strahlungsdosis. Diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich wie Besessene. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns, in Sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle, einer nach dem anderen. Manche erstarrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Ich erinnere mich auch an einen, der mit vertreten Gliedmaßen über den Boden schwebt und dann so über den Boden erstarrte, Entschuldigung. Es ist viel Zeit vergangen. Über das Ganze lässt mir noch immer keine Ruhe. Aber das Ganze lässt mir noch immer keine Ruhe. Ich erinnere mich daran, ich sehe es jeden Abend vor meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Später teilten sie mir mit, dass die Antwort nein ist. Aber ich bin der Meinung, dass eines der Subjekte vielleicht doch überlebt haben könnte. Hast du irgendeine Ahnung, was wir getan haben, lieber Anton? Aus Tirol? Alter, das kann man so scheiße vorlesen, das ist ja brutal. So, wo sind wir denn jetzt? Aha, hier oben bin ich. Wenn ich jetzt zurücklaufe, dann... Alter, das Spiel macht mich fertig, ohne Witz. Na gut. Ist aber auf jeden Fall ein guter Weg. Ich will dahin, mal ganz ehrlich jetzt. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Naja gut, wir machen es einfach so, wir klappern alles ab, Freunde. Was war da? Nichts, okay. Ja, wir klappern einfach alles ab. Also wir sind jetzt diesen Berg runtergegangen. Das heißt, wir sind jetzt hier. Wir laufen jetzt hier links weiter. Klappt super. Ja gut, ich könnte da runter, ne? Versuchen wir es. Alter, bleib ja am Leben, Kollege. Komme ich irgendwo in eine Sackgasse, wenn ich langlaufe? Weil in der Sackgasse ist immer gut, dass man auch wieder zurücklaufen könnte. Da kann man leichter abklappern, als wenn man jetzt wieder komplett neue Wege geht oder so. Ich laufe mal wieder ein bisschen langsam, weil falls ich sprinten muss, Freunde, wisst ihr ja Bescheid, ne? Das ist ja selbstverständlich hier alles. Könnte sich hier was versteckt haben? Nein, natürlich nicht. Ohne Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Alter, das überlebe ich doch gar nicht. Nein. Oh Gott, das kann ich doch gar nicht mehr überleben. Nein. Abgekackt. Ich werde sterben. Ja.
oh, oh, oh. Alter, ich habe überlebt. Wie in Teufels Namen geht das denn? Wo soll ich hin? Egal, meine Freunde. Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Tschüss.